cooler Fernseher. Oh, na dann wollen wir mal schauen. Hä? Was hab ich denn jetzt gemacht? Stromausfall? Hallo? Kann hier mal jemand die Latüchten anmachen? Latüchten? Was sind Latüchten? Heute geht's um die Latüchter, also um Lichtquellen allgemein. Und das ist ja schon ein kurioses Wort und so richtig hat mir kein Wörterbuch erklären können, wo dieses Wort eigentlich wegkommt. Nun, wenn die Experten es nicht wissen, dann mache ich mir eben selbst einen Reim drauf. Vielleicht war es ja so. Da war also dieser römische Legionär, der irgendwie das Gemetzel der Varusschlacht heil überstanden hatte und sein Schwert gegen einen Pflug eintauschte und im nördlichen Osnabrücker Land eine nette und für ihre Zeit ungewöhnlich emanzipierte Bauerstochter zur Frau nahm. Fortan führten die beiden als Eheleute den paritätischen Doppelnamen Maximus Piepenbrink. Und ihre beiden Kinder nannten sie entsprechend Flavius Hinnack und Frauke Octavia. Also zugegeben, wissenschaftlich belegt ist das jetzt nicht in allen Einzelheiten, aber immerhin erklärt diese Geschichte schlüssig und befriedigend, wie sich eine sprachhistorische Kuriosität wie die Latüchte im Kreis Gütersloh und in Ostwestfalen etablieren konnte. Ist die Latüchte doch ein eigentümlicher Vokabelmix aus der plattdeutschen Lüchte und der lateinischen Laterna, also quasi römisches Platt oder plattdeutsches Latein, so wie es im Hause der Maximus Piepenbrinks gesprochen worden sein mag. Oder auch nicht. Was kümmert uns die sprachgeschichtliche Entstehung des Wortes wirklich wichtig für unseren Kursus, ist ja nur der heutige Gebrauch. Und da müssen Sie wissen, dass Sie mit Latüchten eben nicht nur die ursprünglich gemeinten Laternen und Lampions bezeichnen können, sondern eben jede Lichtquelle. Zum Beispiel eine Fahrradlampe kann eine Latüchte sein. Hör mal, wintertags um 6:30 abends Fahrrad fahren ohne Latüchte an? So wirst du aber nicht alt. Oder ein Autoscheinwerfer kann auch eine Latüchte sein. Hör mal, die linke Latüchte von deiner Nuckelpinne ist in den Dutten. Bis hin zum kristallbehangenen Kronleuchter. So, letztens haben wir einen Tag Schloss Bückeburg besucht. Junge, Junge, da haben sie doch ganz nette Latüchten an der Decke baumeln. Und selbst bei einem Blackout findet das Wort Anwendung. Zum Beispiel am Neujahrstag oder nach dem Schützenfest. Da hört man doch eine ganze Menge Ostwestfalen sagen, Kerr, gestern habe ich aber ganz schön einen in der Latüchte gehabt.